Deine Aura möchte genauso wie dein physischer Körper deine Aufmerksamkeit. Du bist es dir gewohnt, deinen physischen Körper immer wieder zu entspannen und ihm Gutes zu tun. Zum Beispiel besuchst du ein gutes Restaurant und isst gut und gesund. Oder du gehst in einen Spa, lässt dich massieren, besuchst die Sauna und schwimmst ein wenig. All das tut deinem Körper gut, es hilft dir, dass du gesund bleibst. Nun wäre es oder ist es genau so wichtig, dass du auch für deine Aura, für deinen Energiekörper, Aktivitäten unternimmst, die ihr gut tun, die sie reinigen, die sie schützen, die sie stärken. Kraftorte befinden sich auf der ganzen Welt verteilt. Kraftorte sind Orte mit speziellen Energien, mit spezieller Ausstrahlung. Diese Orte sind Spas für deine Seele, für deine Aura. Wenn du einen Kraftort besuchst und dort meditierst, reinigt sich deine Aura, sie stärkt sich wieder und schützt sich gleichzeitig auch. Ich befinde mich hier zum Beispiel auf der Sonneninsel mitten im Titicacasee. Dieser befindet sich an der Grenze zu Bolivien und Peru auf knapp oder um 4000 Meter Höhe. Wenn man hier ankommt, spürt man die Schwingung und man spürt die Kraft und speziell, wenn man meditiert, merkt man, dass hier was Besonderes passiert. Nun muss man nicht unbedingt weite und große Reisen machen, um an einen Kraftort zu gelangen. Bestimmt gibt es bei dir ganz in der Nähe ebenfalls einen Kraftort. Zum Beispiel Wasserquellen befinden sich sehr oft an Kraftorten. Oder auch Vulkangesteine ist energetisch sehr geladen und sind sehr oft auch Kraftorte. Oder Orte in Wäldern oder auf Feldern, an denen du einen großen, kräftigen, alten Baum siehst, bei dem du spürst, da muss auch etwas sein. Vielleicht leben unter diesem Baum sogar Naturelementarwesen. Genauso wie du es dir zur täglichen Routine machst, dich um deinen Körper zu kümmern, solltest du dich auch um deine Aura, um deinen Energiekörper kümmern. Und was gibt es da besser als die Natur? Was ist dafür schöner als magische, kraftvolle Orte zu besuchen? Orte wie diesen hier und viele andere, die es auf der ganzen Welt verteilt gibt. Ich möchte dich dazu einladen, deine Gegend kennenzulernen. Lies im Internet, welche Kraftorte es in deiner Umgebung gibt, welche Kraftorte bei dir zu finden sind. Oder wenn du das nächste Mal eine Reise planst, geh an einen Ort mit einem Kraftort. Tu deinem Körper und tu deiner Aura was Gutes. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit mit vielen kraftvollen Momenten und mit vielen inspirierenden Besuchen an diesen Orten. Tschüss, mach's gut!